Hallo, willkommen beim Detroit Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Dies sind die Spracheinstellungen Ihrer Konsole. Sind sie korrekt? Passen Sie die Bildschirmeinstellungen an. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. Wird dieses Symbol angezeigt, schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Sie sind jetzt bereit, Detroit zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. So, und damit ein herzliches Willkommen bei Detroit Become Human hier auf dem Kanal. Und ja, ich weiß, es spielen sowieso schon einige, aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, spielen wir es doch auch mal. Kann da nicht schaden. Und jetzt wollen wir mal gucken. Okay. Das ist die kleine Familie, ha? Huh? Na gut. So, mal sehen, was ist denn hier passiert? Bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Das können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Okay. Okay, da haben wir einen Zielpunkt. Was haben wir denn da? Ist mir scheißegal. Meine Männer sind auf der Stelle einsatzbereit. Oh, ein Fischchen. Komm, den retten wir mal. Wieso ist das ein gutes Zeichen, wenn es Instabilität ist? Mal sehen, was haben wir hier? Finde Captain Allen. Ist wahrscheinlich der da hinten. Gibt es denn sonst noch was, was man eventuell entdecken könnte? Welcher will springen? Hä? Egal. Gehen wir erst einmal zu Captain. Zum Captain Allen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung.
Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. So, verstehe, was passiert ist. Und es bleibt, glaube ich, nicht viel Zeit, deswegen machen wir mal schnell. Ach so, gedrückt halten. Haha, natürlich. Ansonsten. Wo ist denn hier sonst noch was? Ah! Benutze L-Zahlen, R2 oder um die Rekonstruktion zu prüfen. So, da bitte. Chance ist gestiegen. Sieht doch schon mal gut aus. Okay, gehen wir mal hier hin. Haben wir hier noch was? Anscheinend gab es eigentlich viel zu überprüfen. Okay. Lungenblutung, okay. Haben wir hier sonst noch was? Analyse abgeschlossen. Okay, und wo soll jetzt hier der nächste Punkt sein? Er hielt etwas in der Hand. So, warte mal. Wo ist das hingeflogen? Ganz langsam. Ah. Sehr schön. Hä? Ach so. Ah, das macht natürlich Sinn.
Okay, jetzt müssen wir ganz schnell machen. Ich habe keine Lust, dass da jetzt nochmal was passiert. Okay. So, dann habe ich hier auch noch ein paar Sachen. Ich will natürlich, dass es hier noch ein bisschen höher ist. Wir brauchen natürlich noch eine etwas höhere Chance, dass wir den da bisschen, dass wir es da hinkriegen. Jetzt schießt er ja schon wieder, ey. Verstorben. Okay. Ja, den hat's erwischt. Gut. Haben wir hier sonst noch was? Hier muss doch noch was sein. Ah, hier. Alles klar, rekonstruieren. Das sind natürlich die Tutorials, ist ja klar. Den Abweichler sogar noch verletzt. Waffe geortet. So, worauf warten wir denn? Knallen wir dieses Atom ab. Ich habe einen Schuss war. Ah, okay. So muss ich das machen. Blaues Blut, ja. Abweichlermodell PL-600. Okay, 70% ist auf jeden Fall schon mal besser als nur 48%. Ah, das sind die Schuhe. Geisel könnte verletzt sein. Das wäre nicht so schön. Was? Auf was ist es jetzt? Ah, hat er mir nicht angezeigt. Geisel geortet. So, haben wir hier sonst noch was? Ich glaube nicht. So, jetzt kommt's drauf an. Bleib weg! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Ah, ja, oder? Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe! Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet.
wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ist alles okay, Emma? Bitte hilf mir! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Niemand wird hier sterben! Du musst ruhig bleiben! Es kommt alles wieder in Ordnung! Ich halte diesen Krach nicht mehr aus! Dieser Helikopter soll verschwinden! Gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Puh. Okay, das war nicht geplant. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Puh. Hauptsache, die Mission ist erfolgreich. Hier kannst du bisher eingeschlagene Wege, die noch zu erkundende Wege freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Hätte das auch noch anders ausgehen können? Ja, okay, gut. Ich habe das hier natürlich mit dem Zimmer ein bisschen blöd gemacht. Ich hätte das von Anfang an ein bisschen besser hinkriegen können. Aber ich finde, Hauptsache, das Mädchen hat überlebt. Und das ist doch die Hauptsache. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte. Komm schon, Zoe, gehen wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die Gesamt. Für nur 7.999 Dollar. Einen zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Wir nehmen ihn. Eine gute Wahl, Sir. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig.
MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Das trägt mir nicht funktionieren. Ich will den Kerl nicht. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht an. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Die Kara. Oh. Obwohl einem die Androiden ja in der Zeit helfen sollen, sieht das ja immer noch so bescheuert aus wie eh und je. Bestellung ab. Lalalala. Hier. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Oh. Klimawandel. Eine aktuelle US-Studie hat herausgefunden, dass man mit dem Anstieg des Meeresspiegels und der Klimaveränderung mehr und mehr Wetterextreme eingehen und die reichen Amerikas einst blühende Küstenstadt verlassen. Immobilien an der Küste in ehemaligen Top-Locations wie Miami und Los Angeles erleben eine, Angstflucht. Denn die wohlhabenden Anwohner ziehen Besitz weiter im Inland oder in großen Höhen vor. Das treibt die Preise in ländlichen Gegenden nach oben und in ehemals begehrten Vierteln fallen sie in den Keller. Dies mag nach einer Gelegenheit für ärmere Amerikaner klingen, einen neuen Lifestyle zu genießen, doch die Realität sieht wenig attraktiv aus. Küstenregionen sind nicht nur regelmäßig Hochwasser, Hurrikan und anderen Extremwetter ausgesetzt, sie leiden auch unter einer Stadtflucht. Alle reichen Kunden im neuen Gebiet. Alle Dienste und Einrichtungen folgen den reichen Kunden in neue Gebiete. Arnold Waters, Spezialist für Stadtentwicklung, nennt dies den Donut-Effekt. Alles klar. Gut, das reicht mir eigentlich schon. Scheiß drauf. Wir müssen uns ja nicht alles durchlesen hier.
Kann ich da rein? Nein. Muss irgendwie einen Umweg gehen. Haben wir hier sonst noch was? Hä? Ach so, ein Jogger. Okay, da darf ich nicht lang, da muss ich lang. Alles klar. So, Malereibedarf einmal darüber. Zack. So. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Hey. Man schmeißt seinen Müll nicht einfach auf den Boden. Das gehört sich nicht. So, dahin. Regnet uns zugrunde. Technologie ist das Böse. Wir spielen Gott und erschaffen Maschinen. Doch wir sind nicht Gott. Wir sind nichts als Staub. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Hat er ja recht. Vielleicht ist das ja mein Ansinnen. Kann ich den immer noch anhören? Nee, na gut. Nein, da gibt's auch nichts. Okay. Ah, da müssen wir rein. Warum auch immer wir hier rein müssen. Guten Tag. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Der guckt aber auch echt ein bisschen böse rein. Okay, nimm den Bus nach Hause. Wenn ich. Ändere mit R1 den Kamerawinkel. Ah! Das ist interessant. So. Also die Grafik ist aber echt phänomenal. Wenn man sich das jetzt so mit den Bäumen ansieht, wie echt die aussehen, da könnte man denken. Dass die wirklich echt sind. Alles klar, da hinten ist der Bus. Nein, da ist mein Bus! Ich komme zu spät! Renn, Connor! Nee, er heißt ja nicht Connor. Hä? Ups. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Oh Mann. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Gott, unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Hoho, das hättest du lieber nicht machen sollen. Jetzt bin ich böse. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion.
Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Androiden stehlen unsere Jobs. Yeah! Ja! Wir müssen... den hätte ich gerne eigentlich eher verpasst, aber na gut. Verdammt!